Tatort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Da muss ich lachen. Ich gebe jetzt schön ein Keul. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Beanstalk. Mein Name ist Flo und an meiner Seite befinden sich der Stefan. Hi. Und der Andreas. Hallo. Ja, ich bin hier in meinem neuen Podcast-Studio. Oh, professionell. Jetzt, ja, genau. Nee, wir haben jetzt ein Arbeitszimmer, seit ich umgezogen bin und jetzt bin ich hier bin ich quasi ungestört. ja. Aber darum soll es heute nicht gehen. wir haben heute tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, überhaupt keine News. Wir sind einfach newslos. Ja. Niklas ist nicht da, also wir können nicht mal was zum Shop sagen. Das ist wirklich traurig. aber okay, dann machen wir einfach mit den Previews weiter. Und das erste, was ich hier sehe, ist Löffelmesser Gable, was demnächst angesetzt ist am 22.06. Ja. Das ist ja schon bald, sehr bald. Genau, das ist wieder, kommt als VOD, also diesmal nicht live. Und das Thema ist offiziell noch nicht bekannt gegeben, aber es wurde im Forum schon gefragt, welche scharfen Sachen man denn für eine Scharfausgabe Nummer 2 getestet werden könnte. Ja. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die dann jetzt eventuell schon kommt. Und war das nicht so ein bisschen, dass ich mir das gerade einbilde, aber ich habe so ein bisschen im Kopf, dass dazu auch so ein bisschen gesagt wurde, ja, jetzt diesmal mal wirklich scharf und nicht nur so ein bisschen wie beim letzten Mal. Ja, genau. Also es sollten schon heftige Sachen gesucht werden anscheinend. Bin ich mal gespannt. Das war ja beim ersten Teil mit Gregor schon teilweise grenzwertig. Bei scharfem Essen, da bin ich ja auch sehr empfindlich, sage ich mal. Okay, nee, ich kann eigentlich ganz gut scharf essen, aber es gibt irgendwo eine Grenze, wo ich, also ich mag scharfes Essen, aber ich finde halt ab einem gewissen Punkt, wenn es nur noch scharf ist sozusagen und gar keinen wirklichen Geschmack mehr hat, dann nervt es mich. Dann habe ich, also dann halte ich das zwar aus, aber es nervt mich. So. Also das oder sagen wir mal, es gibt mir nichts mehr. Das ist dann einfach so der Punkt, wo ich dann mir denke, warum soll ich das machen? Das ist ja nur noch Schmerz. Aber gut, manche Leute mögen es halt. Ich glaube, wir kommen später nochmal drauf zurück vielleicht, aber ich kann mich erinnern, dass beim Kneipenquiz ja auch so eine Situation war, wo... Ja, oh Gott. wo Fabian gerade so mal seine schärfe Aushaltsskills präsentiert hat. Stimmt, ja. Ja. Ja, aber stimmt, die erste LMG-Ausgabe mit Schaf, die war ja noch einigermaßen human, bloß am Ende hatten sie ja diesen Chip? Ja, genau, diesen Chip, ja. Der war wohl heftig. Der wurde dann auch praktisch so langsam das Bild ausgeblendet. Ja, ja, ich kann mich noch an einen fluchenden Colin erinnern. Also der aber nicht mehr so richtig fluchen konnte, weil das Sprechen schon sehr schwierig war. Ja. Naja, gut. Ja. Wir werden sehen, was kommt. Jetzt muss ich leider präsentieren oder preisgeben, dass ich null Ahnung habe. Ich weiß nämlich nicht, was genau das Spielejahr 2005 bedeutet. Das ist auch am 22.06. Ich würde vermuten, sowas wie ein Retro-Club, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, da gab es doch jetzt auch schon Ausgaben zu den Jahren, ich weiß gar nicht, ob sie bei 2000 oder 2001 angefangen haben. Also da sitzen 4 oder 5 Leute im Studio und besprechen die Spiele, die in eben diesem Jahr herausgekommen sind. Und raten die auch, also beziehungsweise die ganze Redaktion ratet und der Chat dann auch und daraus wird dann eine Rangliste für das jeweilige Jahr erstellt. Und okay, ja krass, das habe ich echt noch nicht, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Okay, also ganz schöne Sendung, ich habe die bisher alle oder fast alle gesehen, ist was man wirklich gut gucken kann und dann, also jetzt kein Retro-Club, aber es gibt auch Ausschnitte aus allen Spielen und so und die Leute sprechen dann eben so über ihre Erinnerungen zu den Spielen. Ja. Genau, ist eher fast schon ein Nostalgie-Club. Also, stimmt, das trifft vielleicht eher. Was auch ganz schön ist, wie du schon sagst, das Ranking wird halt direkt live mit dem Chat gestaltet und die haben halt alle Spiele als wie so eine Art Magnettafeln. Und im Laufe der Sendung verschieben sich dann halt, also du kannst dann, glaube ich, von 1 bis 10 wird abgestimmt im Chat. Ja. Und es wird auch immer darum gebeten, die Leute, die das Spiel gar nicht kennen, die sollen sich bitte auch dann zurückhalten, einfach um die Wertung nicht komplett zu verfälschen.
Und im Laufe des Spiels, wie so eine Kicktipp-Stecktabelle, ändert sich halt immer die Rangfolge. Also wenn man am Anfang noch irgendwie die Sims noch ganz vorne sind, dann im Laufe der Sendung rutschen die nach unten oder zum Beispiel. Ja. Das ist ganz nett gemacht. Ja. Ja, so ein bisschen erinnert mich das, das wird wahrscheinlich auch ähnlich sein, wie da, erinnert mich das ein bisschen an dieses, was waren das? Ich glaube, das war so diese Preview oder sowas auf das Spielejahr, auf das Aktuelle, wo sie dann irgendwie so ihr Hype-Rating immer hatten und dann sind ja auch die Sachen dann mit reingekommen und überall. Ich glaube, das Geld Genau. ist, war das nicht sogar mehrere Sendungen? Aber ja, Ja. Ja, und das Ganze wird immer moderiert von Balle und ja, er hat dann Gäste dabei. Diesmal ist schon Anne angekündigt, dass sie als Gästin mit dabei ist. Ja. Wobei da immer, ich glaube, mindestens ein Externer ist bisher immer dabei gewesen. Ja. Also, ja. Ja, also Walle finde ich eigentlich immer ziemlich cool als Teilnehmer in solchen Sendungen. Da fällt mir gerade was ein, das jetzt eigentlich nicht ganz zum Thema, sage ich mal, passt, weil es schon länger her ist als die letzten 3 Wochen sind sie dann jetzt. Aber nicht viel länger, deswegen möchte ich es trotzdem mal Du warst erwähnen. auch lange nicht mehr dabei, du darfst. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Simulatoren-Boys. Da gab es, Mit Cogi und ja, da Walle. gab es, glaube ich, schon 2 oder 3 Folgen. Ja, genau, da gab es schon mehrere und das letzte war, glaube ich, das mit hier Grenzpolizei oder Okay, sowas. nee, das habe ich nicht gesehen. Also, ich finde die beiden irgendwie sehr witzig zusammen. Das ist halt auch für mich eher so Second Screen Content, aber das lasse ich gerne so nebenbei laufen und die quatschen halt nur Blödsinn die ganze Zeit. Ja. Hier ist halt auch nicht gesehen, aber ich habe ihn mal reingeschaltet. Nur. Also ich Ja. hatte da auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es die erste Ausgabe war, auf jeden Fall, wo sie diesen Farming Simulator gespielt haben. Ja. Ja, das passt schon. Also die zwei sind wirklich auch eine schöne Kombi. Ja, das stimmt. Gut. Genau, dann haben wir auch, es steht auch wieder ein Chat-Duell an und mit davor, also wahrscheinlich, nee, ist das davor oder danach der Das Talk? soll davor sein. Also das, ja. Okay. Genau, also auf jeden Fall am 23. haben wir das nächste Chat-Duell. Vielleicht kannst du mal kurz dazu sagen, wer ist da zu Gast? Also es ist wohl ein internes Chat-Duell. Es sind auch wieder keine Okay. Gäste. Es sind in Preview wurden auch nur, also nur in Anführungszeichen, ja, interne Bohnen angekündigt. Jetzt habe ich nicht mehr im Kopf, wer alles dabei ist, aber ja, keine Gäste. Aber vorher soll es eben einen Urlaubstalk geben, wo dann verschiedene Leute anscheinend über ihren letzten Urlaub oder irgendwelche Urlaubsgeschichten oder so erzählen sollen. Und Ja. dafür ist auch 1:15 eingeplant. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es fast so ein Special Almost Daily geben wird. Ja. Freue ich mich drauf. Und das Thema beim, also das wurde eben davor eingefügt, weil das Thema beim Chat-Duell ist auch das Thema Urlaub. Ja, na klar, genau, das machen sie ja immer so thematisch passend. Ja. Ja, ich habe gerade nochmal aufgerufen. Also angekündigt sind bisher Janina, Walle, Anton, Lars als Moderator und Eddie. Also dann fehlen ja nur noch 2 Leute fürs Chat-Duell. Ja, das Bei dem stimmt. Urlaubstalk ist bisher nur Lars eingetragen, aber Eddie ist auf dem Thumbnail. Also gehe ich mal davon aus, dass er beim Urlaubstalk auf jeden Fall dabei ist. Er erzählt ja Nee, sowieso es gerne geht um Urlaubsgeschichten. Eddie. Ja, nee, es geht um Eddies Urlaub, aber Eddie ist nicht dabei. Oder so. Ja. Oder sie reden darüber, dass Eddie Urlaub hat. Das geht natürlich auch. Dann wäre er ja automatisch nicht dabei. Ja. Aber ja. Ja, bei Chat-Duell, da wollte ich noch was dazu sagen. Also da merke ich so in letzter Zeit, ich freue mich drauf, dass es wiederkommt, aber so dieses Vereinzelte mag ich irgendwie nicht so. Ich habe das Ja. dann doch lieber staffelweise. Warum auch immer. Weil eigentlich hat man ja, wenn so Sachen wie das Chat-Duell oder auch das Nerd-Quiz oder was auch immer es in diese Richtung gibt, also diese ganzen Gaming-Shows praktisch, wenn die ja, nicht staffelweise am Stück kommen, sondern immer mal wieder und dann immer aber abwechselnd, ist ja die Abwechslung größer, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, dann freue ich mich lieber drauf, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt jede Woche oder meinetwegen jede zweite Woche ein Chat-Duell für 2, 3 Monate und dann war es das wieder, weil so, Ja. dann kommt mal eins, dann ist wieder monatelang komplette Funkstille und ja, ist irgendwie nicht so meins, mir hat das alte System besser gefallen. Bin mir gar nicht sicher, warum es jetzt eigentlich so gemacht wird. Ist Chatwell so, also lohnt sich das nicht? Oder also weil jetzt irgendwie, das ist ja, also warum hat man die Entscheidung überhaupt getroffen, dass sozusagen Chatwell nur noch so selten kommt?
Weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das... Na gut, wird von uns wahrscheinlich keiner genannt. Nee, aber ich weiß auch nicht, ob es nur Chat-Duell betrifft. Ich meine, beim Nerdquiz haben sie ja dann auch diesen Charakter mit Halbfinale und Finale rausgenommen. Es gab zwar jetzt bei dem letzten Nerdquiz, gab es ja ein Finale, aber dann ja auch nur irgendwie haben es dann drei Leute mehr oder weniger random rausgesucht, die vorher mal eine Folge gewonnen hatten. Ja. Und also, ja, anscheinend wollen sie einfach so von diesem Staffel oder von diesen Staffelformaten wegkommen. Ist vielleicht produktionstechnisch auch einfacher oder so, ich weiß es nicht. Ja, das kann natürlich sein. Beim Nerdquiz nämlich, also ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, da ist mir das eigentlich auch immer lieber, wenn es irgendwie wirklich um was geht, also wenn es so ein bisschen wenigstens diesen Turniercharakter hat. Mhm. Auch wenn ich natürlich trotzdem auch die Nerdquiz-Folgen sehr, sehr gerne gucke, die halt nicht in so einer Staffel oder in so einer anderen Staffel halt stattfinden, wo eben kein Finale kommt. Was beim Chat-Duell, das wurde ja auch schon mal gesagt, das kann ich auch nachvollziehen, also zumindest teilweise, da wurde ja gesagt, es ist halt auch schwierig, wenn dann 10 Wochen am Stück meinetwegen Chat-Duell kommt mit Gästen, dann die Gäste so zu terminieren, dass es eben passt. Aber jetzt kommt halt eins so zwischen rein, wo dann trotzdem keine externen Gäste da sind, da denke ich mir dann auch, ja gut, dann zählt der Punkt halt nicht. Ja. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre, dass man einzelne Shows vielleicht besser vermarkten kann an Sponsoren. Das also wäre jetzt einfach so für mich, dass man nicht sagt, okay, ich produziere eine Staffel, dann ist die halt abgedreht und fertig. Und dass man dann vielleicht, wenn jetzt ein Sponsor vorbeikommt, dass man sagt, wir haben hier Chat-Duell, das könntet ihr eine Sendung kaufen oder das und das. Nerdquiz. Ja, kann natürlich auch sein, ja. Wäre jetzt also nur eine Spekulation, was ich mir vorstellen könnte, warum das Sinn macht, weil ich könnte mir vorstellen, dass von der Produktion, wenn jetzt, wie du schon sagst, die Gäste jetzt wegfallen würden, dass es ja eigentlich doch einfacher wäre, an einem Tag dann 3 oder 4 Folgen zu produzieren, wenn das Set einmal steht und ihre Leute da sind. Mhm. Also gerade diese, deswegen vielleicht auch, dass das Turnier dann weggefallen ist, weil man die halt einfach unabhängig voneinander produzieren kann. Aber ist einfach nur so mein Gedankengang, warum man das machen würde. Ja, es kann schon sein. Also gut, ich meine, wissen können wir es eh nicht. Nee, ja. Kam mir nur gerade irgendwie in den Kopf, was da eigentlich, also das hat mich irgendwie gerade interessiert. So, dann komme ich mal kurz zu einem anderen Thema oder zu einem persönlichen Thema von mir. Das habe ich ja mit reingebracht. eine meiner Lieblingssendungen, so fange ich es mal an. Man muss ja positiv beginnen. Eine meiner Lieblingssendungen auf RBTV ist in letzter Zeit eigentlich der Game Talk, weil ich den immer gerne gucke. Ich mag die Leute, die da meistens sind, also andersrum, ich mag die meisten Leute, die da immer sind. Oder höre denen zumindest gerne zu, will gerne wissen, was die da immer zu den aktuellen Themen halt zu sagen haben. Und natürlich war das auch diese Woche wieder so, wo es ja so ein bisschen um diese ganzen Showcases ging und so vom Wochenende und von den vorherigen Tagen. Und besonders in dem Fall, laut Titel zumindest, um den Xbox Showcase und die Starfield Direct. Und das schließt ein bisschen an eine Kritik an, die, glaube ich, im Forum manchmal kommt zu dem Thema, dass ich nicht so zufrieden bin, wie die Titel gewählt werden manchmal beim Game Talk. In dem Fall ist es so, dass wir im Titel sehr groß das Starfield quasi hervorgehoben haben. Wir haben wir haben Xbox und Starfield sind die beiden Wörter, die dort drin, glaube ich, groß geschrieben sind, nur Großbuchstaben, wenn mich das nicht, da jetzt nicht alles täuscht. Und das ist natürlich ein Versehen in dem Fall gewesen und ist auch nicht schlimm. Aber es fiel mir halt so ein bisschen auf diese Woche, mal ein bisschen negativ, dass sozusagen im Prinzip in der gesamten Folge wurde Starfield vergessen, bis ganz zum Schluss, dann haben sie es doch noch kurz besprochen. Das war auch okay, so, da war jetzt auch vielleicht nicht so viel Redebedarf da. Aber ich frage mich halt, weil die Titel werden ja nicht schon vorher entschieden, warum man sich dann entschieden hat, es so hervorzuheben. Also wenn man schon weiß, dass es nicht wirklich ausführlich besprochen werden konnte, weil man halt erst am Ende wieder dran gedacht hat, wo die Zeit schon knapp war. Da hätte man doch eines der, weil zum Beispiel man hätte, ich finde zum Beispiel Yakuza hätte man sehr groß schreiben können, weil das wurde sehr lange besprochen oder sowas, ne? Oder auch Persona war ein sehr großes Thema. Ja, ja, also ich bin da, was so Sachen angeht, persönlich ein bisschen unempfindlich, aber ich verstehe schon die Kritik, also die kommt ja auch gerade beim Game Talk, kommt sie im Forum zumindest immer wieder, dass dann irgendwelche Sachen groß angekündigt werden, halt, oder also
in den Titel geschrieben werden. Das sind halt meistens die Sachen, die dann auch den meisten Hype haben oder so, obwohl dann in der Sendung irgendwie nur 2 Minuten drüber gesprochen wurde. Also ein Freund davon bin ich auch nicht. Ich kann verstehen, dass es gemacht wird, weil das eben zieht. Bloß ich weiß nicht, wie oft sowas zieht, wenn das halt 5-mal passiert und 5-mal ist dann das Thema nur 3 Minuten lang. Dann schaut beim 6. Mal derjenige, der dann davon angelockt wird, auch nicht mehr rein. Ja gut, also da muss man, genau, also das kann ich erstmal total nachvollziehen, dass du wahrscheinlich dann sagst, als derjenige, der die YouTube-Titel macht, oder vielleicht kriegst du die Anweisung auch von woanders, ich weiß es nicht, aber dass man halt dann sich denkt, naja gut, ich schreibe lieber die Titel oder die Sachen rein, die vermutlich viele Leute anlocken werden. So, da gehört vielleicht Starfield dazu, weil das vielleicht ein Thema ist, was die Leute interessiert, ich weiß es nicht. Also ich kann es nur aus meiner Perspektive sehen, mich interessiert es, aber das muss ja nicht, also das muss ja nicht für jeden so sein, aber würde ich jetzt vermuten, dass du da wahrscheinlich recht hast, dass das was ist, wo sie glauben, das könnte viele Leute interessieren. Das kann ich auch erstmal verstehen, aber ich sehe das genauso, wie du es gerade gesagt hast, weil für mich ist das dann so, also meistens ist mir das völlig egal, weil in den allermeisten Fällen gucke ich mir den Titel nicht mal an, weil ich mir denke, naja, weiß ich nicht, ich höre es eh, also das läuft in meiner, also ich höre es als Podcast meistens und das läuft dann eh, wenn es eine neue Folge gibt, und dann ist egal, ob da jetzt über Starfield oder über was weiß ich, Abenteuer auf dem Reiterhof 5 gesprochen wird. So. Aber in dem speziellen Fall hat es mich halt mal wirklich betroffen, da ist es mir auch wirklich aufgefallen, weil ich halt gerade an Starfield war ich aktuell oder bin ich aktuell besonders interessiert gewesen an den Informationen darüber. Was denken die Leute darüber? Wie haben sie das gesehen? Weil ich fand es tatsächlich sehr, also mich hat das einfach sehr interessiert oder so dieses. Oder sagen wir mal, mich hat es sehr angefixt das Wochenende, als ich mir das alles angeguckt habe. Und da hat mich dann auch interessiert, okay, was sagen denn die Leute, die ich mir vielleicht immer anhöre für ihre Expertise zu dem Thema. Und dann wird es halt die ganze Zeit vergessen und am Ende gerade noch so dran gedacht, was mal passieren kann. Wie gesagt, ich merke oder ich weiß, das war ein Versehen so, und das ist auch nicht schlimm. Aber in dem Fall, plus, dass ich ja schon wusste, dass es auch im Titel steht, war ich dann halt einfach ein bisschen enttäuscht. Weil ich natürlich eine andere Erwartung an diese Folge hatte in dem Moment. Ja. Und deswegen war mir das einfach mal wichtig, das kurz anzusprechen, dass man vielleicht. Naja, also ich meine, es ist kein großes, wie ich schon gesagt habe, es ist kein großes Thema. Ich mag die Sendung, ich werde die auch weiterhin hören. Und sehen, vielleicht manchmal. aber sowas finde ich halt trotzdem nicht besonders cool. Und vielleicht kann man da mal drüber nachdenken, ob man vielleicht bei den Titeln ein bisschen feinfühliger ist. Ist Kritik auf hohem Niveau, ist mir schon klar. Ja, nee, da gab es ja auch immer wieder die Kritik an den Thumbnails selbst. Da weiß ich jetzt nicht, ob es auch im Titel steht, aber es gab jetzt wohl, da haben auch die Leute selbst schon Witze drüber gemacht. Ich glaube, in diesem Jahr mindestens 4-mal, wenn nicht öfter, einfach Game of the Year Fragezeichen im Thumbnail zu sehen. Ja. Also das ist dann halt auch, gut, das kann man mal machen, das kann man vielleicht auch 2 oder 3 Mal machen, übers ganze Jahr gesehen, wenn irgendwelche großen Sachen rauskommen, aber jetzt mehr oder weniger dauernd, also ja, aber wer weiß, wahrscheinlich funktioniert der YouTube-Algorithmus einfach so. Ja, es sind dann so Sachen, wo ich dann, also das ist wiederum was, das ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, gut, ich sehe die Thumbnails natürlich auch nicht so häufig, weil ich halt einfach den Podcast höre, aber genau, aber trotzdem verstehe ich das auch wieder, weil da hast du dann wieder so Sachen, weiß ich nicht, ich kann das dann irgendwo auch verstehen, weil dann in der Folge, ich kann mich an irgendeine erinnern, wo das auf jeden Fall mit im Titel stand, wo dann eben Gregor irgendein Spiel vorstellt, ich habe leider vergessen, welches es nochmal war, wo er halt gesagt hat, ja, für ihn ist das ein Game of the Year Anwärter, wahrscheinlich war das hier das Resident Evil Remake, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und dann ist das halt so, ne? Dann kann man das vielleicht auch dann mit reinpacken, weiß ich nicht, ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht. Für mich war es okay, aber ich weiß halt nicht, wie es andere Leute dann sehen. Ja. Alle kann man wahrscheinlich sowieso nicht zufriedenstellen, aber naja. Nee, ich finde es halt bei Susanne wirklich schade, dass da BTV sich auch so diesen Algorithmen unterwerfen muss. Oder ja, das stimmt. Will, muss, wie auch immer man sieht. Ja. Weiß nicht, Andreas, bist du? Du hast ja vorhin gesagt, du hast auch schon, also du schaust den oder hörst den auch relativ regelmäßig. Genau. Du da irgendwie, ist dir das schon aufgefallen? Ich kann das bestätigen, was Flo gerade sagte. Mir ist das mit dem Game of the Year auch schon aufgefallen. Ich habe immer gedacht, das wäre jetzt auch so quasi so ein Rating wie der Spiele, ja. Und hatte mich dann immer gewundert, wann kommt denn jetzt dieses Game of the Year Thema? Ja.
Und ich habe das nachher schon so ein bisschen als Running Gag empfunden, was ja auch selber dann im GameTalk auch schon mal thematisiert wurde, dass sie sagten, ja, jetzt können wir wieder im Titel schreiben, Game of the Year, und haben alle gelacht. Ja. Also ich hatte dann schon gedacht, okay, vielleicht ist das so ein Gag, den ich nicht verstanden, also den ich nicht mitbekommen habe, dass das jetzt quasi so eingeführt wurde. Ich bin manchmal auch ein bisschen verwundert. Ich habe das auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass ich auch einen Titel im Titel gesehen habe, oh, die reden über das Spiel, und dann, wie du schon sagst, dann hat man dann, okay, jetzt, dann geht's halt, ist das nur ein 10-Minuten-Block, und man hätte sich dann eigentlich auch, weil es vielleicht gerade, wie du schon sagst, mit dem Spiel hat man gerade auch selber zu tun und überlegt, holt man sich das oder was sagen die dazu, und dann ist man enttäuscht, dass die schon wieder 20 Minuten über Age of Empires 2 gesprochen haben und dann wird das neue Spiel nur 5 Minuten besprochen und weiter so, ne? Also, oder also ich weiß nicht, halt, ob ich jemals mitbekommen habe, dass sie über Age of Empires 2 gesprochen haben, aber ja. Wann ich, als Mara und Florentin im Game Talk waren. Wann waren denn Mara und Florentin das letzte Mal? Nee, war nur Spaß. Ich hab das jetzt. Nee, schon klar, was du meinst. Aber, also das ist halt einfach über eine alte Kamelle, wo wird da manchmal so gesprochen. Oder gerade wenn Gregor da ist, was ich auch sehr immer auch sehr angenehm finde, dass er halt in diese Erinnerungen schwelgt, aber wenn man dann gerade, wie du schon sagst, man ist dann, man fällt auf, im Titel auf, oh, das ist ja das Spiel, was mich so interessiert. Und dann wird das dann halt so vernachlässigt, wo dann, Mensch, jetzt ist doch mal endlich ein Titel, der mich wirklich mal, wo mich eure Meinung interessiert, dann ist er dann so ein bisschen, In dem Fall, in dem Fall war das wirklich wie, also, ne, ich meine, ich bin da jetzt nicht der normale Zuhörer, glaube ich, oder Zuschauer in dem Moment, weil ich wirklich gehypt bin auf dieses Spiel. Und einfach in dem Moment, also gerade jetzt, weil das gerade wieder ganz frische Informationen gab und dann auch noch so viele, das ging ja 45 Minuten, das war ja eine 45 Minuten eigene Direct nur für dieses eine Spiel, so, die gelaufen ist. Und dann denkt man sich natürlich, okay, sie wollen das besprechen, das wird bestimmt einen großen Teil einnehmen, weil es gab ja viele Informationen. So, und an sich, aber das ist natürlich auch nicht, also ich kann das, also ich bin dann halt ein bisschen in dem Moment eigentlich nur, normalerweise höre ich einen Game Talk. Und es ist mir egal, worüber sie sprechen. Ich will einfach nur ein bisschen, klar, manche Sachen interessieren mich mehr, andere weniger, aber ich will einfach nur den Leuten zuhören, was sie so zu erzählen haben. Und in dem speziellen Fall war es halt einfach durch das Timing, so dass ich gerade einfach das Bedürfnis hatte, sehr viele Informationen von überall nochmal vielleicht in anderer Perspektive nochmal zu bekommen. Deswegen ist das vielleicht auch nicht ganz fair, das zu sagen, aber für mich war das wirklich so, ich saß dann da und ich wusste, okay, das Thema kommt noch, weil steht ja im Titel. Und dann kommt ein Thema nach dem anderen und denkst du so, hä, was ist denn, wollen die mich verarschen? So, jetzt muss es doch aber kommen. Und dann, ja, ein großes Thema haben wir noch. Ganz zum Schluss, da war ja noch was richtig Langes. Und ich denke mir so, ja, jetzt kommt. Und dann so, ja, Final Fantasy 16. Und ich so, what the fuck, wollen die mich verarschen? So, und es stimmt ja, also es ist, man muss ihnen lassen, es stimmt ja. Final Fantasy 16 hat, glaube ich, 5 Stunden oder so ein Event bekommen. So, aber also das war wirklich ganz am Ende, und das war das längste überhaupt. Also, aber das, trotzdem war das in dem Moment halt nochmal so, ne, man denkt sich, okay, jetzt kommt's, und dann, naja, dann doch nicht. Und am Ende haben sie dann festgestellt, ach scheiße, ich hab's ja komplett verpeilt, dass wir das auch noch besprechen wollen. Naja, nee, ist halt am Ende auch alles nicht so schlimm, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Das war für mich, jetzt hat mich jetzt mal belastet. Ja. Aber wie gesagt, ich stimme dir da auch zu. Ich höre den Game Talk genauso, dass ich halt auch neben der Arbeit, lasse ich den laufen, so ein bisschen wie ein Radiosender, und da stört es mich auch nicht, wenn ich mal ganz kurz den Raum verlasse, wieder reinkomme, die reden noch weiter, sind meistens noch beim selben Spiel. Ja. Also das ist halt einfach so ein schöner Hintergrund. Die reden über ein Thema, was einem auch gerade interessiert, und man kann so immer eigentlich mit verknüpfen, okay, jetzt sind sie gerade da. Ja, naja. Aber wir machen heute hier den großen Game-Talk-Talk. Ja. Ich wollte noch schon eine Sache, will ich noch sagen. Du hast es so ein bisschen erwähnt in die Richtung, weil manchmal ist man ja auch Nutznießer davon, dass sie halt immer mal wieder Sachen rausholen und immer wieder über das Gleiche sprechen, im Grunde genommen. Weil in letzter Zeit ist es ja auch so, dass du in jeder Folge im Grunde am Anfang so 10 Minuten, vielleicht sind es auch keine 10 Minuten, vielleicht sind es auch plus 5, aber halt ein paar Minuten immer, wo wieder irgendjemand über Breath of the Wild, über Tears of the Kingdom, meine ich, spricht. Und das ist natürlich wieder, da bin ich dann wieder Nutznießer von, weil das geht anderen bestimmt auch auf den Sack. Und bei mir ist es so, dass ich denke, ja, ich spiele das Spiel selber, mich interessiert das, was die dazu zu sagen haben. Aber naja. Am Ende kannst du halt nicht alles haben. Gut. Dann kommen wir mal zu weniger wichtigen Themen, wie zum Beispiel dem Kneipenquiz, das gelaufen ist am 26.05. haben wir, glaube ich, alle gesehen, was ja auch selten ist bei uns. Ja.
Vor allen Dingen muss ich zugeben, ist bei mir das gerade bei dem Thema sehr selten, weil ich das Kneipenquiz eigentlich gar nicht so mag, aber in dem Fall hat es sich einfach mal ergeben, dass ich es geguckt habe. Ja. Wer möchte denn anfangen? Also ich kann gerne anfangen. Es gab ja zwei größere inhaltliche Änderungen. Also die erste ist, dass die Teams nur noch aus 4 Leuten bestanden haben dieses Mal. Mhm. Vorher waren es ja immer 5. Und die noch größere Änderung kam in der letzten Runde. Bisher gab es ja 3 Runden mit jeweils 10 Fragen. Und diesmal waren es 2 Runden mit 10 Fragen. Und in der letzten Runde gab es nur noch 5 Aufgaben in diesem Fall. Also keine Fragen, sondern verschiedene Aufgaben, die dann aber jeweils 2 Punkte gegeben haben, wenn sie die richtig gelöst haben. Das fand ich auf jeden Fall eine schöne Neuerung. Also da war mal das alte einfach nur absurde Fragen und Antworten finden, ein bisschen aufgebrochen hin zu verschiedenen Aufgaben. Also die eine Aufgabe, an die ich mich jetzt gerade direkt erinnere, war so quasi ein Kreuzworträtsel, wo allerdings vorher nur 6-7 Buchstaben vorgegeben wurden und die mussten dann eben Worte ergeben, die aus diesen Buchstaben gebildet werden. Ja. Ja, Aufgaben in diesem Sinne. Ja, also ich kann gleich mal einwerfen, dass es bei mir, das ist zum Beispiel wieder ein Zeichen dafür, dass ich es sonst nicht gucke, weil ich habe nicht gewusst, dass das Neuerungen sind. Ah. Ja, also mir sind Neuerungen jetzt auch nicht so gravierend aufgefallen. Stimmt, jetzt wo du sagst, mit 4 und 5, mit den Teilnehmern, dass sich da was geändert hat. Ist alles ein bisschen kleiner noch geworden, das, ne? Irgendwie. Ja, wobei, da muss ich dazu sagen, dass mit den Teilnehmern ist mir auch nur aufgefallen, weil es Andreas erwähnt hat. Ich glaube, wenn er nichts gesagt hätte, das hätte ich nicht gemerkt, dass es vorher immer 5 waren. Ja, aber im Großen und Ganzen waren die Fragen und war ja so ein bisschen wieder Back to the Roots. Es war kein besonderer Gast da, oder? Habe ich jetzt das irgendwie vergessen? Nö, so die Also ich weiß nicht, ob das ein besonderer Gast ist, aber Flo Harten war da. Der ist beim Kneipenquiz fast immer dabei. Okay, gut zu wissen. Ja. Ich meinte aber auch zum Beispiel so wie der Typ, der die Vogelstimmen imitiert hat beim letzten Kneipenquiz. Also dass da jetzt noch jemand vorbeikam oder davor das Quiz, da gab es ja diese Außenwette, wo sie noch ja, mit der Rikscha da mit den Fotos durch die Stadt. Genau, wo sie die Fotos machen mussten, ne, von Sehenswürdigkeiten. Ja. Mhm. Also ich meine, das hat halt auch nichts mit dem Gast zu tun, aber dieses Mal hatten wir ja auch einen Außeneinsatz, einen kleinen. Johanna ist doch zwischenzeitlich Pfand. Ach stimmt, das war auch eine lustige Aktion, ja. Ja. Ja, insgesamt, ich weiß nicht genau, ich kann persönlich nicht so viel zum Kneipenquiz sagen. Ich fand es okay, dafür, dass ich es normalerweise nicht so mag, war das für mich, also ich war unterhalten, ein bisschen. aber halt jetzt kann man jetzt, weiß ich nicht, also für mich halt nichts Besonderes, das ist halt ein Quiz. Ja. Da, relativ zum Ende oder für die Einleitung der Pause wurde doch einmal diese Harlequin-Challenge gemacht, ne? Wo die sich alle so quasi so wie eingefroren. Mhm. Da muss ich gestehen, ich habe davon noch nie was vorher gehört. Ist auch fand nicht. Ich mega cool. Nee, ging mir auch so. Da hab ich auch also die anderen Sachen kannte ich. Die Aufgabe war ja, dass sie quasi die so einordnen sollten. Eisbucket-Challenge, also wann war was, ne? Oder man sollte chronologisch das so sortieren. Ja. Und ich hatte die Harlequin-Challenge noch nie gehört und fand das aber total. Also der Effekt war ja eigentlich ganz witzig, wenn die das dann mit der Kamera so gemacht haben. Also witzigerweise, obwohl ich das noch nie gehört hatte, so wie du auch, konnte ich aber das richtig ordnen, weil für mich halt klar war, dass Harlequin, glaube ich, das Neueste sein müsste. weil du es nicht kanntest. Ja, weil ich das nicht kenne, genau. Mhm. Und ansonsten war das, okay, Planking ist ultra alt, dann hast du halt hier, oder waren das nochmal, war Planking das Älteste? Ich weiß nicht, was das Älteste meine ich. Ich weiß gar nicht, warum Ice Bucket Challenge. Ich glaube, es war. Wie bitte? Also, ich meine Planking, Ice Bucket Challenge und dann, keine Ahnung, war noch ein viertes. Harlem Shake war noch dabei. Okay. Ach ja. Dann war ich mir doch nicht mehr sicher, ob ich es richtig hatte. Also, selber, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich quasi Ice Bucket Challenge und Harlem Shake richtig rum gedacht hatte, wie es war. Aber egal. Also, auf jeden Fall kriegt man es so halbwegs hin, auch wenn man die eine vielleicht nicht weiß. Also ich hatte Ice Bucket Challenge, hätte ich damals gedacht, dass das so die erste, weil das war für mich so die erste Challenge, von der ich so mitbekommen hatte.
Und ich hatte auch vom Planking gehört, aber ich dachte, das wäre danach gekommen. Also das gab es dann anscheinend schon vorher. Nee, also das hätte ich, also ich habe auch nur Ice Bucket Challenge so richtig selber mitbekommen, auch als erstes sozusagen, aber wenn man halt, also durch das Planking, also mir war klar, dass Planking irgendwie vorher schon was, schon ein Ding war, weil ich das schon mal vorher irgendwo gehört hatte. Und ich glaube, da gab es, das kam, kann das nicht sogar mal in den Nachrichten irgendwie, weil dann irgendwie, weil das gerade so ein Trend war oder sowas, aber. Doch, das sind doch, das sind zu der Zeit auch irgendwelche Leute irgendwo abgestürzt und so, weil die sich halt da so, irgendwo geblankt haben, halt auf irgendwelchen Geländern oder was auch immer und dann über die falsche Richtung abgestiegen quasi. Oh Mann, ey. Das war auf jeden Fall erst so ein Phänomen oder wie auch immer man das Ganze nennen will, was damals relativ groß war. Ja, nee, also mir war klar, dass Planking das älteste ist, aber ich hätte jetzt nicht so 100% sicher sagen können, ist es jetzt erst Ice Bucket Challenge gewesen oder war es erst der Harlem Shake? Hm. Ja. Naja. Naja. Und halt, da hatten wir ja auch das Ding mit dem, hier ordnet diese Zutaten nach ihrem Schärfegrad. Oh ja. Und da hatten wir dann Krane, der sich einfach alles mal reingefahren hat von dem Zeug. Hm. Und von der Tabasco-Soße sogar noch ein Nachschlag. Naja. Aber was hat der? Weiß nicht, ob der noch. Er hat ja noch eins oder zwei Sachen, die irgendwie noch schärfer waren als Tabasco. Wisst ihr noch, was es war? Naja. Oh Gott. Also, ich weiß, dass Cayenne-Pfeffer ziemlich weit oben war, glaube ich. Nein, ist ja auch egal, aber allein schon, wie er an der Tabasco-Flasche da genuckelt hat, da, oh Gott, da hat sich bei mir aber alles zusammengezogen. Also Tabasco, glaube ich, finde ich sogar noch okay, aber irgendwann ist halt so ein Punkt erreicht, wo ich mich dann wirklich frage, okay, Junge, hast du überhaupt noch irgendwie, hast du noch Schmerzempfinden im Mund oder ist das hast du noch alle Tassen im Schatz auch, ja. Genau. Was ich noch cool fand, welche Frage, das war dieses Mathe-Rätsel von den Mathematics. Da gab's ja zwei sogar. Okay, ja, also das mit Fakultät fand ich relativ easy, aber ja. Und dieses Logik-Rätsel mit, dass sie, ich kriege das nicht mehr zusammen, zwei werden gefragt, hast du ein Dreieck, ein rotes Dreieck und so. Ja. Und da habe ich mich auch vertan erst im Chat und da wurde auch heiß diskutiert und dann war ich auch erst auf der falschen Fährte. Mhm. Aber ja, das fand ich super cool, habe ich aber leider erst mitbekommen, als es schon so ein bisschen aufgelöst war, weil wir, also ich habe das halt geguckt, aber nebenbei auch andere Sachen, wir haben auch nebenbei gekocht und so, und dann war ich nicht immer im Raum sozusagen. Mhm. Ja, dann war das halt ein bisschen schwierig. Aber ja, da war es leider so, dass ich die Frage erst zu spät mitbekommen habe, da wurde es schon aufgelöst. Aber sowas finde ich auch immer cool, diese Logik. Ja, und den Kanal, den kannte ich schon von ihr. Sie hat auch schon mit dem Held der Steine zusammen auch schon mal was, also da irgendwie wurde es bei mir in der Timeline gespült und da bin ich schon häufig, die hat ganz viele von diesen Mathe-Rätseln, also macht auch so ein bisschen erklären, das ist jetzt, ja, ist eher so für Schüler und Schülerinnen, aber ich mag so, sie hat auch so eine richtige Playlist mit einigen von solchen Rätseln, wo man halt auch, wo sie sagt, okay, jetzt könnt ihr Stopp machen, könnt ihr so in Ruhe ausprobieren und dann gibt es da danach direkt die Lösung. Ja. Oder auch dann, wie man wirklich das ausrechnet, also sie hat auch dann immer einen schönen Lösungsweg, dass halt auch Schüler das dann anwenden können. Ist auf jeden Fall cool. Jetzt denke ich da auch gerade wieder dran, weil ich mag so Sachen eigentlich auch, aber ich hatte dann irgendwie den Kanal dann gar nicht mehr gesucht, jetzt mittlerweile auch wieder vergessen. Aber jetzt weiß ich, was ich heute Abend noch nach der Aufnahme mache. Ja, kann ich empfehlen. Noch ein bisschen Mathe geht's. Genau. Was gibt's Schöneres? Ja. Ja, ich denke zum Beispiel an die tolle Challenge. Auch am 26.05. gelaufen. Ist das die gewesen mit diesem Handsimulator? Nee. Okay. Das war die letzte Ausgabe, reguläre Ausgabe in die Tonne. Bei der In-die-Tonne-Challenge haben ja drei Spieler gegeneinander in die Tonne Spiele praktisch gespielt. Okay, nee, dann bin ich leider raus, habe ich leider nicht gesehen. Aber klingt witzig. Ja, also da waren Janina, Florentin und wer war der dritte? Ach, Grogi, genau. Die drei waren die Kandidaten und das Ganze wie immer von Nils und Simon moderiert und sie mussten dann eben drei Grab-Spiele kompetitiv gegeneinander spielen. Ja. Und ja,
wie immer. Also ich mag das. Also in die Tonne, seit es wiederkommt, schaue ich eigentlich recht regelmäßig. Und diese in die Tonne Challenge, wenn es dann wirklich gegeneinander geht und die man sieht, wie die Leute dann so völlig am Verzweifeln sind, weil das ja oft wirklich ganz, ganz schlechte Spiele sind. Also wenn man es überhaupt Spiele nennen will. Und dann aber trotzdem noch versuchen, den anderen dann zu übertreffen und so. Macht Spaß. Wollte ich eigentlich auch nur mal erwähnt haben, dass es wieder kam, weil ich glaube, das Format hat auch mittlerweile einige Fans. Ja, vielleicht. Da war doch mal auch das Spiel, wo sie diese Dinosaurier bewaffnen mussten. Genau. Und dann. Also, wow, was ist beziehungsweise sie mussten gegen einen bewaffneten Dinosaurier antreten, oder? Genau. Ich glaube, sie mussten da irgendwelche Kreaturen erschaffen. Ja, okay, ich erinnere mich. Das habe ich, glaube ich, in einem Best-of mal gesehen oder genau, so. Genau, ja. Ich meine auch im Best-of wurde es auch verwurstet, ja. Auch an dieser Stelle, wenn wir über das Best-of reden, möchte ich wieder über Maras Best-of-Schneidestream eine Empfehlung aussprechen, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Das wird immer entweder der Stream live oder es gibt ein Video auf ihrem Kanal, wo sie halt ja den Stream dann halt als VOD nochmal zeigt. Finde ich immer super, da kann man halt so ein bisschen ihr Auswahlverfahren und da kann man halt auch nicht nur das geschnittene Best-of, sondern quasi alle Szenen, die eingereicht wurden, kann man so ein bisschen mitverfolgen. Finde ich immer ganz gut. Ja. Nee, damit bekommt ihr mich nicht. Ich hab da irgendwie schon 2-3 Mal reingeschaut, aber dieses Aussuchen und dann aneinander rein und überlegen und so, das ist irgendwie nicht meins. Ich schaue mir dann das fertige Best-of an, oft dann auch irgendwie als Reaction, also gerade Eddie und Nils machen da eigentlich immer eine Reaction zu dem neuen Best-of oder so. Aber so wie das Ganze entsteht, ist nicht so mein Interessensgebiet, sag ich mal. Mhm. Okay. Gut. Du solltest mal vielleicht mehr Risiko eingehen. Wow. Nice. So. Ja, nee, Risiko hat man auch wieder, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Auch wieder in der fast alten Besetzung mit Steffen als ja mehr oder weniger Spielleiter, aber auch Mitspieler. Florentin, Mara, Sarah und diesmal war Eddie anstelle von Nils dabei, weil Nils war am gleichen Abend beim HSV im Stadion. Das hat er sich angetan? Ich weiß, er hat das Relegationsspiel. Ich weiß nicht, wer da mehr Spaß hatte, die Leute im Studio, wobei Eddie war jetzt auch nicht so risiko, er ist ja da immer leicht zu triggern. Nee, war nicht so risikofreudig. Ja. Aber war ja auch wieder schön und auch wieder hervorzuheben, dieser grandiose Tisch, den sie da gebaut haben. Also wo du quasi ein digitales Spielfeld hast und sie dann aber die Figuren draufstellen können und dann die Länder eben eingefärbt werden, je nachdem, wer das Land gerade besitzt und so. Mhm. Und ja, war eine schöne Runde Risiko. Also ich mag das Spiel, auch wenn es ja ein ja, sehr simples Spiel ist, aber sie machen dann ja immer noch so ein bisschen Roleplay quasi drumherum und mit diesem kleinen Besprechungsraum, aka Klo. Und ja, hat Spaß gemacht. Ist, ja, wenn man jetzt nicht so das Spiel unbedingt mag, glaube ich, ein bisschen langatmig, aber wenn man das Spiel eben mag oder sich auch überlegt, okay, was könnte der machen, was könnte sie machen, welche Ziele laufen gegeneinander, wo können sich Allianzen bilden und so. Also mir macht es immer Spaß, Risiko. Ja, was halt, wo du gerade sagst, dass es so lang ist, beim normalen Risikospiel werden ja eigentlich die Startgebiete auch noch selber von den Spielern ausgewählt. Das wurde ja jetzt quasi schon vorher festgelegt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ob man die Startgebiete auch auswählen darf, nachdem man die Mission erhalten hat, oder ob man die Startgebiete nimmt und dann quasi die Missionskarten bekommt. Das weiß ich auch nicht. Es gibt ja auch 1000 Varianten von Risiko, von Regelwerken und so weiter. Da hat ja jeder so sein eigenes. Eddie hatte sich ja gleich am Anfang schon, dann hat er ja gleich moniert gehabt, wie soll das gehen? Und ne, hat er gleich quasi gleich gesagt, okay, kann eigentlich jetzt schon aufhören.
Ist natürlich, ich finde es halt immer so ein bisschen schade, wenn man so gleich also ja. die schon aufgibt, bevor sie bloß. Ja. Ja, genau, das ist vorher gesucht. Flint ins Korn wirft und halt auch, noch nicht mal ein Würfel ist gefallen und er hat quasi schon resigniert. Die Würfel sind gefallen. Wobei, ganz kleines bisschen kann ich ihn da verstehen, er hatte eine mega schwere Aufgabe. Ja. Und hat einfach richtig schlecht gestanden. Genau, dafür hat er schlecht gestanden. Und dann hat er ja auch noch eine Gegnerin, also mit Mara, ich glaube, wir können spoilen, die zur Aufgabe hatte, ihn zu zerstören. Von daher war das wirklich für ihn, meiner Meinung nach, kaum zu gewinnen, die Runde. Aber gut, trotzdem bin ich auch kein Fan davon, da gleich von Anfang an zu sagen, wie soll ich das machen? Da kann ich auch, hätte ich auch die Relegation schauen können quasi. Er hatte sich auch aufgeregt, dass er auf der falschen Seite saß. Ja, okay. Weil er quasi auf dem Kopf, und dann hat er doch die Regie gefragt, ob die das nicht drehen können. Und ich dachte so, ey, Eddie, ey. Dann gucken die, also, Mann. Also ich muss aber sagen, ein bisschen finde ich das dann schon schade. Also ich gucke sowieso kein Risiko, weil ich mir dann, also es interessiert mich einfach nicht. Ich kenne das Spiel nicht so richtig gut und es ist auch nicht unbedingt mein Spiel. Deswegen an sich erstmal, ich bin einfach nicht Zielgruppe, aber so ein bisschen kann ich so die Situation so ein bisschen nachvollziehen, weil ich mir irgendwie so denke, ist das nicht ein bisschen schade, dass man, also wenn man mal kurz sich in Eddies Situation quasi reinversetzt, er fängt dieses Spiel an. Und ihm ist eigentlich sofort klar, ich kann das nicht gewinnen. Mhm. Die Sache ist für mich vorbei. Und das geht aber jetzt noch stundenlang. Ja. So, also dann, ich hätte dann auch keinen Bock mehr. Ich hasse das, wenn es quasi in Spielen so eine Situation geben kann. Du hast noch nicht mal angefangen und hast schon verloren, sozusagen. Ja, es war auch halt nur so, weil halt die Felder auch schon vorgegeben waren. Ne? Aber hätten die das jetzt selber auswählen müssen, das wäre eine Diskussion, das hätten locker 2 Stunden gebraucht, bis mit 4 Spielern oder 5 Spielern. Ja. Das hätte keiner gewollt. Wobei, ich kenne jetzt auch die Variante, dass du quasi die Karten, also die Länderkarten vorher ziehst und dann verteilst. Also das war jetzt mehr oder weniger so die Variante, wie sie jetzt gespielt haben. Bloß, dass sie halt nicht gezogen haben, sondern dass für sie gezogen wurde. So die Länder dann schon verteilt waren, aber mit selbst aussuchen, klar, da hast du dann von Anfang an noch viel mehr Diskussionen und sie waren ja jetzt schon sehr lange, da hat es jetzt auch eine Speedrunde am Ende, also da hieß es irgendwann, okay, jetzt noch 30 Minuten und wenn bis dahin keiner sein Ziel erreicht hat, gewinnt einfach der, der am Ende der Zeit die meisten Länder besitzt. Boah. Ja, das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, aber gut. Ja, aber so. Also das ist dann ich meine, du kannst aber auch nicht bis nachts um 4 spielen. Ja, ne? Und so weit kam es ja dann auch nicht. Also sie haben ja dann in der Zeit noch ein reguläres Ende gefunden. Ja. Ja. Dann gab es noch ein weiteres Event direkt am Anfang des Monats. Beans vs. Street Fighter, was ja logischerweise mit dem Street Fighter 6 Launch auch so ein bisschen zusammenfiel, sag ich mal, zeitlich. ich weiß nicht, ich habe es leider nicht gesehen. Ich interessiere mich nicht so sehr für Street Fighter, aber ich denke mal, ihr könnt vielleicht noch was zu sagen. Ja, also ich auch nicht. Ich habe es auch nicht gesehen und bin bisher noch nicht zum Nachholen gekommen. Wollte es mir zwar anschauen, aber bisher nicht dazu gekommen. Ja, ich habe reingeschaltet. Es wurde, die alten Street Fighter-Teile wurden gespielt, bis es dann quasi, ich glaube, sogar in der Sendung wurde dann das neue Street Fighter gelauncht und wurde dann halt ins neue reingesetzt und dann konnte gegen die Community dann gezockt werden. Oh, und sie haben halt, um die Zeit quasi bis zum Launch zu überbrücken, sich durch die alten Street Fighter, ich meine, das waren alles Street Fighter 2, aber verschiedene Versionen auf dem Mega Drive, auf dem SNES und dann aber auch, dann gab es ja Street Fighter 2 Turbo und so. Und war ganz cool, weil Ich weiß nicht, ob es ein Spiel gibt, was häufiger released wurde, vielleicht Skyrim. Aber nein. Dann wurden halt auch die neuen Charaktere, also ein bisschen was, ich glaube, ja, Gregor muss dabei gewesen sein, der hatte halt dann noch so erzählt, wie das, das ist Cover und welche Charaktere jetzt dazu kamen. Und ich hab die damals in den 90ern auch gezockt, aber
Wahnsinn, was die alles so für Wissen darauf haben. War mir gar nicht bewusst, dass da so eine so viele Spieler dabei sind. Der Gregor ist ja eh meist irgendwie so ein wandelndes Spielelexikon, sag ich mal. Was ich da aber immer, also oder was heißt immer, aber was ich da sehr schade finde, ist so dieses Beans Versus ist sehr verwässert mittlerweile, finde ich. Weil ganz am Anfang haben sie dann ja wirklich einen ganzen Tag mit der mehr oder weniger mit gesamten Angestellten irgendwo im Kaminzimmer gesessen und dann, da gab es ja dieses Mario oder Indiana Jones oder was auch immer, wo dann wirklich den ganzen Tag irgendwie gezockt wurde und so. Und jetzt war es halt eine normale Sendung von, ich weiß nicht, 2 Stunden, 3 Stunden und dann eben noch diesen Tag der freien Schelle direkt hinterher. Ja, stimmt, das kann er auch noch, ja. Ja, das finde ich ein bisschen schade, aber es ist gut, es ist halt jetzt auch so ein Beans Versus, wie es da zu Anfangszeiten war. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr durchführbar. Das kann sein, ja. Ja, wegen Homeoffice. Aber ich find's auch schade. Wegen Homeoffice und so, da sind ja die ganzen Leute nicht mehr da. Ja. Naja. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also, das finde ich auch ein bisschen schade. Das habe ich auch. Also, das ist halt immer ein bisschen komisch, weil ich muss sagen, ich habe das wahrscheinlich gar nicht so viel geguckt. Also, klar, man hat dann immer mal reingeguckt oder hat es nebenbei laufen lassen. Aber so richtig. Ist ja jetzt nicht so, dass ich da den ganzen Tag irgendwie mir diese Sendung angeguckt hätte. Aber es ist irgendwie cool gewesen, dass du jederzeit einschalten konntest und es lief halt. Mhm. Lief halt gerade. Ja. Ja, und gerade wenn sie das mit Adventure gemacht haben, also wie gesagt, ich denke da an die Indiana Jones Spiele und so, dann hast du halt auch, wenn du die Spiele kennst, hast du dann halt auch gerade gesehen, okay, wie weit sind sie denn jetzt in den letzten 2 Stunden gekommen? Ja. Oder sowas. Aber naja, gut. Wie gesagt, war nur eine kleine Anmerkung. So, ich sehe hier noch in unserer Liste, dass Andreas nach Skill Arena geguckt hat. Ich kann leider dazu wieder nichts sagen. Das ja, kam jetzt erst neulich. Gestern Abend lief das. Kroki, also Denzel. Also ja. Genau, am Donnerstag. Was wurde überhaupt gespielt? Oder? Dark Souls. Oh. Ah, das vielleicht gucken wir es ganz, ganz was Neues, ganz was Neues auf dem Sender. Nee, aber ich weiß, das nervt die Leute, aber ich gucke mir das echt gerne an, wie die Leute Dark Souls zocken. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe sehr spät eingeschaltet. Ich habe erst um 21.30 Uhr eingeschaltet und habe dann quasi im Livestream zurückgespult. Also das ist ja am Anfang, waren sie noch was essen, ein bisschen Pre-Show. Hm. Und dann habe ich dann quasi zum Ende hin bin wieder auf live gegangen und da haben sie Dark Souls gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie nicht vorher noch ein anderes Spiel gespielt haben, weil ich habe doch dann 2 Stunden übersprungen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie jetzt nur Dark Souls gezockt haben. Normalerweise sind es ja immer 3 Spiele, das sucht sich ja jeder immer ein Spiel aus. Okay, dann habe ich das, dann war das glaube ich auch Denzel sein Spiel. Ich habe da noch was anderes gesehen. Aber ja, also ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich sagen, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals in Skill Arena geguckt habe, weil ich hätte jetzt nicht mal gewusst, was das Konzept dieser Sendung ist, sozusagen. Also klar, abseits davon, dass es irgendwas mit Skill zu tun haben muss, aber es interessiert mich halt irgendwie schon. Es ist irgendwie so ein ganz komischer Zustand von, ich habe schon Interesse daran, mir das mal anzugucken, aber ich mache es nie. Dying Light 2, Dark Souls und Farming Simulator. Okay, Farming Simulator kam safe von Grogi. Also alles andere würde mich sehr wundern. Ja, Denzel, Dark Souls und wer war noch bei? Walle. Grogi, Walle. Okay, Walle. Ja, weiß nicht, vielleicht ist Walle dein. Okay, aber Walle könnte auch. Ja, wobei die Dark Souls, weiß ich nicht. Egal. Vielleicht holen wir es einfach nochmal nach. Nee, ich hab grad schon durchgeskippt, das war so. Okay, also Walle, Dying Light 2. Ja, Walle hat Dying Light 2 sich ausgesucht, Denzel Dark Souls und Grogi den Farming Simulator. Ja, Live-Recherche. Ja. Witzig, ich hab das gestern geguckt, aber ich habe dann anscheinend nach Dark Souls bin ich ins Bett gegangen. Wahrscheinlich war da irgendwie Werbung oder so. Aber ich dachte, das wäre dann vorbei, die waren alle schon so durch. Ja gut. Ich habe nicht mitgecheckt, die hat nicht da so verabschiedet. Oder vielleicht bin ich auch einfach durch gewesen. Also ich dachte, Dark Souls war vorbei. Also ich merke schon, Skill Arena schreiben auf jeden Fall fett in den Titel. Genau. Mal schauen, ob es jemand merkt.
Müssen wir Nick gleich Bescheid sagen, sonst haben wir von da von Sklarina noch einen. Genau. Ja. So, ich will noch einen kleinen Exkurs machen zu etwas, was jetzt nicht wirklich ein. Obwohl, doch, können wir noch als Review bezeichnen. Es gab nämlich ein ganz kleines Video, was eigentlich fast ein Werbevideo war diese Woche noch. Und zwar wurde das Handy ja umgebaut. Und irgendwie mit Unterstützung von eBay Kleinanzeigen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie da der. Kleinanzeigen. Der nur noch Kleinanzeigen, nicht mehr ja. eBay. Also, das ist ja die große Änderung. Von Kleinanzeigen, ja, und ich weiß nicht genau, wie der Deal war, auf jeden Fall, aber ja, ich glaube, das war wahrscheinlich davon gesponsert. Und, ja, oder ist, genau, ja. Komplett, ja. Und ja, also ich habe mir das wieder angeguckt, ich glaube, Andreas auch, und ich fand das eigentlich ganz nett. Also, das klar, das war halt eine Werbesendung, das hast du auch gemerkt, finde ich, aber ich fand dieses, also generell, ich gucke mir sowas echt gerne an, muss ich leider zugeben, das ist fast wie so ein Guilty Pleasure, ich gucke mir gerne an, wie Sachen umgebaut werden. So, und das war halt da gegeben, sozusagen. Wer von den Bohnen war denn dabei? Also wer hat das denn durch die Sendung geführt quasi? Oh Gott, ich weiß, also ich glaube, Andreas hat moderiert. Hm? Also nicht unser Andreas. Ja, ich war da. Ja, genau. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt, Laura oder so, die das gebaut hat. Okay. Genau, Laura, Janina. Genau, Janina und den anderen kriege ich den Namen nicht zusammen. Aber Maxim hier, heißt er, oder? Ist der Maxim? Wenn dann Maxi, ohne M. Maxi, glaube ich, gibt es bei den Bohnen. Ja. Ja. Ja, kann sein, auf jeden Fall, die beiden haben sozusagen gegeneinander eine Challenge gehabt. Also die mussten sozusagen drei Gegenstände mit bestimmten Kriterien finden auf Kleinanzeigen und diese, und dann hat die Community sozusagen entschieden, welche der Gegenstände jeweils ins Hängen kommen. Also war zum Beispiel einer mit Geschichte, da hat Janina so ein Radio, also so ein richtiges altes Retro-Radio besorgt und ich weiß nicht mehr, welcher der Gegenstand von Maxi war. War das das Autogramm? Nee, das war was anderes. Das Autogramm war bei einem anderen. Ich glaube, das war mit persönlicher... War das die Flöte? Genau. Ja, es kann sein, dass die Flöte war. Eventuell, genau, ich glaube, das war diese Ocarina. Genau. Ja, aber egal. Aber sowas in der Richtung muss man sich vorstellen. Es gab dann immer irgend so eine, ja, finde einen Gegenstand so und so. Mit irgendeiner Eigenschaft von. Wie, und dann halt über Kleinanzeigen sollten sie die finden. Und wie haben sie da die Community eingebunden, weil ihr gerade gesagt habt, die Community hat da entschieden? Achso, die hatten jeweils zwei Gegenstände. Also sie sollten drei Kategorien, jeweils zwei Gegenstände. Also jeder sozusagen. Entschuldigung, ja, genau. Also jeder hat drei Gegenstände besorgt und die Community hat dann quasi entschieden, wird Janinas oder Maxis Gegenstand gewählt. Ja, aber das meine ich ja, wann hat denn die Community wo entschieden? Weil das war ja keine Live-Sendung. Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Das muss irgendwo vorher gelaufen sein. Kann das sein mit Twitter? Okay, das kann natürlich sein. Dass also die hatten ja irgendwie so ein Diagramm ja hier mit 69%. Ah ja, okay. Ja gut, das kann irgendwo mal Umfragen machen. Ah ja, okay. Wurde also praktisch eine Umfrage, ja okay. Weil ich war gerade verwundert, wie sie denn beim BOD die Community mit irgendeinem Voting eingebunden haben. Ja. Aber ja, okay, ja. So macht's Sinn. Und etwas skandalös war ja so ein bisschen, also hatte irgendwie, also Maxi hatte irgendwie so ein Autogramm von wem war das nochmal? War das Arnold? Terminator? Ja, stimmt, ich habe von Arnold Schwarzenegger. Ja. Ein richtiges Autogramm von Arnold Schwarzenegger gehabt, also unterschrieben irgendwie so ein Bild und halt eine richtige Unterschrift drauf. Also auf dem Terminator-Poster. Genau, und das sollte, glaube ich, das war, glaube ich, der Gegenstand für die Wand, also der an die Wand sollte. Und da hatte ja Nina so ein Neon-Schild. Und die Leute haben sich für das Neon-Schild entschieden. Und es war so, also es war wirklich nur so ein Neon-Schild, ich weiß gar nicht mehr, was da stand, aber genau, also jetzt nichts Krasses, also so, das war, sah schon cool aus. Ich hätte gesagt, einfach beide ran, aber genau, Community hat entschieden, dass es nicht das Autogramm wird. Okay. Fand ich ein bisschen krass, hätte ich anders erwartet. Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, ich finde, der Raum sieht jetzt auf jeden Fall gemütlich aus. Ich frage mich ein bisschen, wo sie jetzt, also das ist ein bisschen das, was ich, oder sagen wir meine Befürchtung, wir haben ja vorher einige Formate da drin gehabt, die immer mal wieder da liefen, wo die ja an dem Schreibtisch sitzen und dann vielleicht teilweise auch sowas wie Dark Souls spielen, was man vielleicht am PC spielt. Wobei Dark Souls ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil du es eben im Controller spielst, aber also es sei denn, du bist wirklich wahnsinnig. Aber ich meine jetzt, also so grundsätzlich ist quasi meine Überlegung, was ist denn, wenn sie so ein Spiel spielen wollen, was man am PC spielt, gehen die dann jetzt jedes Mal in die Gaming Area? Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil die Atmosphäre da ein bisschen anders ist. Ja, aber die haben ja eigentlich diesen
Couchmaster, also die haben ja schon häufig, dass sie dann quasi dieses Brett haben, weißt du, wo die Tastatur und Maus haben. Ja, stimmt, ja. Also auch früher, als sie im Keller da ihre Sofa hatten, wo die, ja, die beiden, wo sie Gothic 3 gezockt haben, ja, wurde ja auch da mal drauf. Also es, glaube ich, ist tendenziell schon möglich. Ich könnte das nicht, also ich habe es mal probiert, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass man das auf dem, wie man sich was auf die Schenkel legt und damit zocken kann. Also ich brauche einen Schreibtisch. Ja. Aber scheiße. Was ich cool finde beim neuen Hangi ist, diese Fensterfolien, die sehen mega aus. Also die haben ja auch dieses Rocket Beans Design. Ja. Das ist cool. Das will ich haben. also gerne so als Tür. Also es gibt doch diese Wandposter, die man so... Die ist nicht im Rocket Beans Shop. Ich muss mal Niklas drauf ansetzen. Er muss mal. Die sehen cool aus. Da haben sie die Scheiben von innen so damit quasi so eine Folie bezogen. Sieht aus wie so ein Rocket Beans Graffiti nicht, aber wie so eine Comic-Landschaft. Also richtig cool sah das aus. Haben die damit, auf jeden Fall insgesamt schon ziemlich schick geworden. Also mal gucken, was es dann für ein Gefühl sein wird, wenn da mal die Sendungen dann rauskommen, sag ich mal. Ich find's ganz ehrlich, es sieht ganz schön aus wie so ein Moin Moin Set oder wie das Kino Plus Set irgendwie. Hat's ja, das so, wie der kleine Bruder. Ja, das sieht jetzt in die Richtung. Wie der kleine Hängi-Bruder. War nicht. Und der Name wird übrigens beibehalten. Das war noch so ein kleiner Gag innerhalb des Formats. Okay, war nicht das Beans Versus in dem Studio? Ich meine, ich hatte da in der Vorschau was gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ist das dann nicht ein bisschen, wenn das Beans Versus am 2.6. ist das schon so lange fertig? Habe ich mich jetzt komplett vertan? Dass der Umbau stattfindet, das ist schon relativ lange bekannt. Vielleicht haben sie das Video jetzt auch erst rausgekommen. Ich weiß auch nicht. Ich habe bloß gedacht, ich hätte da in der Vorschau mal was gesehen. Nee, kann ja sein. Also ich habe es einfach gerade nicht, ich kann jetzt einfach nicht sagen. Ich habe das Beans Versus ja nicht geguckt. Andreas, weißt du noch, in welchem Studio das stattgefunden hat? Nee. Na gut. Also ich weiß auf jeden Fall, dass, um mal quasi weiterzugehen, ich weiß auf jeden Fall, dass der Gamathlon nicht in diesem Studio stattgefunden hat. Das ist ja noch so der große Elefant, der noch bei uns im Raum steht. Wir haben noch nicht über den Gamathlon gesprochen. Ja, leider müssen wir jetzt auch Schluss machen. Nee, Quatsch. Show des Jahres, Fragezeichen. Das ist jetzt auch ein Running Gag. Ja, nee, ich fand das, also, ich meine, brauche ich jetzt, ich glaube, das geht uns ein, so, ich fand es sehr gut, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war um das noch zu Ende zu führen, die Gedanken von vorhin, es war in irgendeinem Lasertag, in so einer Lasertag-Halle, ne? Genau. Hat das, glaube ich, stattgefunden. Ja, und vom Prinzip her waren es drei Teams, drei Leute, die gegeneinander antreten, wo es darum ging, um kurz das Konzept zu erklären. Es gab verschiedene Runden und in jeder Runde war es dann immer so, dass einer von den dreien so ein Parcours sozusagen laufen musste. Also erstmal, also nicht immer ein Stück laufen, dann an einer Zockstation dort was spielen, weiterhin zur nächsten Station, immer mal so kleine, also nebenbei, ach nee, stimmt, erstmal war dann noch, Entschuldigung, ich bringe es komplett durcheinander. Nach der Zockstation war dann immer noch eine Station, wo sie irgendwas in echt machen mussten. Beispielsweise irgendwelche Säcke in eine Kiste werfen oder sowas. So, dann weiterhin zur nächsten Station, da wieder spielen, dann wieder irgendwas in echt machen, dann wieder weiter zur nächsten Station, da wieder zocken. Und ich glaube, dann nur noch bis zum Zielrennen. Und dann wurde halt die Zeit genommen für diese gesamte Runde und dann kam das nächste Team und so weiter. Und am Ende wurden alle Zeiten zusammengezählt, um herauszufinden, welches Team das Beste war. So ganz grob zusammengefasst. Habe ich was vergessen? Kleine Ergänzung. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es war beim zweiten Parcours, dass dann auch die Gegner haben sich mit diesen Lasertag-Waffen dahingestellt und dann musste der andere quasi einen Koffer von einer Station zur anderen Station tragen und die anderen Spieler konnten quasi auf den Koffer schießen und bei jedem Treffer gab es Punktabzug bzw. Strafsekunden obendrauf. Ja, genau, das war die dritte Runde sogar. Und zwar die Shooter, also wir hatten, glaube ich, zuerst, Gott, wie hieß denn die erste Runde? War das Mario oder Nintendo? Irgendwie. Irgendwie sowas, war ja. Auf jeden Fall irgendwas mit Super Mario, das waren alles Mario-Spiele. Ja, genau, dann gab es, also genau, das war die erste Runde, die zweite war die Trash-Runde, das weiß ich noch, die dritte die Shooter-Runde und die vierte, weiß ich gerade auch nicht mehr, wie sie hieß, aber das war so Soulspawn-mäßig, also irgendwelche Souls-Spiele. Plus, nee, eigentlich war es nicht nur Souls, es gab ja auch noch Chivalry, also auf jeden Fall irgendwie auf die Fresse, sag ich jetzt mal. Ja.
Ja, auf jeden Fall, ich fand das eine witzige Idee. Ich hoffe, das kommt nochmal wieder. Es hat, also, sie hatten ja jetzt quasi, sie hatten ja zwei interne Teams, kann man sagen. Also ein Team RBTV, ein Team Game 2 und ein Team von extern, Naja. was dann halt so halb extern, weil wir hatten halt Chiara und Berti, die halt, also Chiara ist jetzt schon ein bisschen länger weg, aber Berti ist ja jetzt quasi ganz frisch ausgeschieden sozusagen. Genau. Und ich glaube, Shorty war die Ja. dritte. Ja. Da weiß ich gar nicht, wie sie jetzt. Also ich weiß, dass sie schon irgendwie mal was mit RBTV zu tun hatte. Ich weiß aber nicht, wie Sie war verbandelt beim das letzten Haus ist. an Haus dabei, zum Beispiel. Okay, Die ist vom ja. Team Bonjour. Ja, Ah, also die verstehe. ist nicht fest bei Bonjour, aber da mit dem mit den Bonjour Jungs steckt sie da öfter mal irgendwie Ja. ja, in Events und so. Ja. Ja. Also da hätte ich mich auf jeden Fall, also das hätte mich mal, oder das würde mich tatsächlich interessieren, wie ich mich in so einer Umgebung schlagen würde. Also wenn ich mal so eine Runde laufen müsste. Würde, also ob ich noch in der Lage wäre, das zu zocken, nachdem ich da mich vorher verausgannt habe oder nicht. Wobei, Ist mega da schwer. muss ich sagen, das Laufen an sich, ja, schon anstrengend, aber das waren jetzt keine riesigen Wege, das war noch okay. Aber da gab es gerade in der ersten Runde, da mussten sie nach der ersten oder zweiten Station, das weiß ich jetzt gar nicht, so mit so einer Handpumpe einen Luftballon aufpumpen. Ja, oh Also ja. danach, glaube ich, da zittert dir dann wirklich der ganze Körper, Ja. wenn du das möglichst schnell machst und danach sollst du dann noch irgendwo ja, mit Maus und Tastatur irgendwas machen. Also Ja, da habe ich mir aber auch da gedacht, hat man auch okay, gut also gesehen. das wäre mein ziemlicher Endgegner, diese Pumpe. Ja, aber da hat man gut gesehen, was die Technik ausmacht. Die ersten beiden Teilnehmer haben ja Ja. quasi kurze, schnelle Schübe und Chiara Ja. war dann dran, die hat einmal richtig durchgezogen und hat dann, glaube ich, auch eine Top-Zeit gehabt. Ja. Also sie hatte, glaube ich, und Ja, hatte ja. eigentlich die geringste Anstrengung in dem. Ja, klar. Also das war pfiffig. Also sie hat verstanden, wie eine Yes. Pumpe funktioniert. Ich wollte gerade sagen, sie hat einfach verstanden, wie eine Luftpumpe funktioniert. Ja. Ja. Ich hatte mich auch gewundert, warum die so Gas geben, so kleine Schübe mache ich das. Was ist das denn? Aber ich dachte, vielleicht ist das die Regel oder vielleicht ist die irgendwie extra so eingestellt, dass es eigentlich anders geht. Ja, ich glaube, das ist einfach intuitiv, wenn du denkst, dass du diese schnellen Bewegungen machst, dass du Ja, dann auch weil, schneller fertig ja. bist. Nee, weil du unten auch, ich, das hatte Janina so ein bisschen gesagt, du hast unten halt auch den Hauptdruck, sag ich mal, den Hauptwiderstand. Und deswegen glaube ich, haben die halt gedacht, ja, wenn also der meiste Widerstand ist, dann bringt das wahrscheinlich auch am meisten da zu Na, pumpen. oder so, ja. Ja, aber keine Ahnung, es ist, ja, also da war Chiara einfach schlauer, hat ihr am Ende leider nicht so viel genutzt, aber also sie hat woanders die Zeit verloren. Also grundsätzlich, ich hätte sau gerne gesehen, das war die letzte Runde übrigens, da hat Chiara Dark Souls gespielt. Ich hätte sau gerne gesehen, was sie hinbekommen hätte für eine Zeit, wenn sie ihre Steuerung gehabt hätte. Was leider nicht möglich war. Das war zweimal so, dass irgendwie eigentlich sich eine andere Steuerung in Anführungszeichen gewünscht wurde, was aber natürlich nicht möglich war, jetzt einfach so schnell spontan umzustellen. Aber das hätte ich gerne gesehen, weil sie anscheinend sogar Speedrun, also Dark Souls sogar Speedrun, das wusste ich nicht, aber finde ich krass. Also. So war es dann eine relativ normale Zeit, sage ich jetzt mal, die sie da hatte. Ja. Ja, aber jetzt auch so von der gesamten Aufmachung hat es schon sehr professionell gewirkt. Also sie Ja. hatten dann riesigen Bereich, wo dann die Teilnehmer gesessen haben und Nils und Valentin als Moderatoren auch gesessen haben. Ja. Das ja, das hatte fast so Fernsehniveau, kann man sagen. Genau. Also Und das, dann hat man noch, ja. um alle erwähnt zu haben, dann hatte man ja noch Eddie und Sun als Ich Kommentatoren. dachte Eddie und Sohn. Ja, Eddie und Sun, ja, das war der Gag dann im Format. Da muss ich mal sagen, ich habe tatsächlich von Sun ja noch gar nichts mitbekommen. Ich weiß, der ist jetzt seit neuerem ja in diesem Team RBTV, also in diesem Streaming-Team. Aber ich kannte den noch gar nicht. Den fand ich aber durchaus sympathisch, muss ich zugeben. Ja. Also, Ja, also muss es tun geben. das muss ich zugeben. Er hat auch richtig gut moderiert. Ja, das Jetzt stimmt, so ja. moderieren ist ja jetzt gar nicht so seine. Also, gut, er ist seit Ewigkeiten in der Community Moderator, aber da ist ja Ja. der Moderator anders benannt. Aber Ja. jetzt so eine Sendung moderieren, also krass. Also, das hat er wirklich Ey. gut gemacht. Die beiden haben Und was mich sich wunderbar ergänzt. zum Ende richtig überrascht hat, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass Judge Greg Oh ja, Gregor Judge ist. Greg, ja, auch schon, den habe ich ganz vergessen. Ja, Judge Greg natürlich noch am War Start. mega, also dass der auf einmal, der nimmt den Und Helm auf, das ist ja Gregor und ja, auch mit dem was? Helm.
Judge Greg Gregor. Judge Greg Gregor. Der Reveal des Jahres. Ja, ein Kritikpunkt habe ich. Ja. Dann am Ende das Finale. Also wir hatten, Stefan, ich glaube, wir beide hatten in einer Aufnahme auch mal darüber gesprochen, wie die Punktevergabe, dass wir auch hoffen, dass das nicht so schnell ist. Das fand ich gut gelöst, dass es halt noch diese Sonderpunkte gab. Das fand ich gut. Aber also du meinst die Extrasekunden wegen den Koffern? Genau, genau. Also dass man halt auch nach der zweiten Etappe immer noch alles möglich war, gab es ja auch teilweise ja auch dann so Dreher drin, dass halt dann auf einmal doch ein Team wieder dann vorne war. Ja. So. Ja. Oder dass also verschiedene Parcours besser oder schlechter gelöst wurden. Aber am Ende die Auflösung, also ihr könnt euch so die letzten 5 Minuten vom Ende, das war irgendwie so ein bisschen schade, so diese, das war nicht so gut gemacht. Also wo am Ende, okay, jetzt werden wir hier auflösen, wer hat die Zeit? Und dann wurde einfach so diese Tafel eingeblendet. Ja. Da hätte ich mir irgendwie noch so eine Animation, dass die Zeit, so, dass die Sekunden so hoch dribbeln und man, oh, wer macht's so, weißt du, irgendwie so dass die Skala so irgendwie ich verstehe. Das stimmt, und zwar auch nur ganz kurz, und ich glaube, Nils hat sich da noch 1 oder 2 Mal irgendwie mit den Zahlen vertan und so. Das war ein bisschen chaotisch da zum Schluss hin. Ja, wie heißt der von Krogis Team, wer heißt denn, der ganz rechts da saß? Lars. Nee, Nils. Ich habe auch keine Ahnung. Lars, ja. Der hat ja Nils noch berichtigt. Ja. Und so, ja, hier, warte mal, da ist Stopp, da ist noch was. Und so. Er hat ihn aber falsch berichtigt. Ach, also er hat es selber falsch gesehen. Ich habe dann auch nochmal zurückgespult. Ich so, was? Hä? Was will er? Das ist halt auch nochmal ungünstig gewesen. Ich glaube, er hat auf die großen Zahlen geguckt, aber genau, richtig, weil unterstand die Zusatzzahlen. Genau, wo dann Endzeit, darunter steht Endzeit, wie auch ein schönes Wort dafür, dass so eine Endzeit stand sozusagen. Und das fand ich auch ungünstig gelöst, dass du halt sozusagen sagst, ja, okay, das, was wichtig ist, schreiben wir klein. Und das, was groß ist, das ist das Unwichtige, das ist das Nichtrichtige sozusagen. Ja. Ja. Das war mein Kritikpunkt gerade, so dieses Ende, das war irgendwie, also diese Auflösung, dieser Höhepunkt, dieser Klimax, der war dann so voll so, was, ja, kannst du mal zeigen und wer und, Team Game 2, nicht so, was haben die jetzt gemacht, wie viel Zeit ging denn da jetzt drauf und wo waren die Strafminuten, so, hä? Ja, stimmt. Das fand ich jetzt doof. Ja, stimmt, diese Strafsekunden, die wurden ja dann, glaube ich, gar nicht mehr extra aufgeführt. Ja. Nee, die wurden nicht extra aufgeführt, sondern es wurde nur zusammengerechnet, Das fand ich also generell krass erstmal, ne, Game 2 rasiert in allen Formaten. So, aber ja, ich meine, gut, das zahlt sich vielleicht aus, wenn man jeden Tag spielt, aber. Game 2 hat ja auch für mehrere Verletzungen gesorgt. Ja, stimmt, zwei Leute haben sich einfach verletzt. John und Kuro. Ja, aber Kuros epischer Sprung an der Tonne vorbei, der geht auf jeden Fall in die Geschichte ein. Ja, der war geil. Das ist ein Meme-Potenzial auf jeden Fall. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, die ich ein bisschen komisch fand. Ich kann es verstehen, auch da wieder, es ist irgendwie nachvollziehbar, aber ich fand es ein bisschen sehr befremdlich, wie dann immer die Sponsoren, also hier gerade die eine, wo das erste Mal Eddie die Sponsoren nacheinander vorstellt, das kam so gezwungen und komisch rüber. Also ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber es war auf jeden Fall sehr unangenehm, fand ich. Ja, gut, ich meine, so ein großes Event kann nur mit Sponsoren funktionieren, aber stimmt schon. Das ist schon klar. Das war, ja, da habe ich auch, wenn ich es live gesehen habe, sogar irgendwas im Forum dazu geschrieben, weil das war, glaube ich, nicht Eddie, das war sogar Soon, der dann irgendwie so eine Überleitung gemacht hat, die dann wirklich nur auf den Sponsor gezielt hat, die das schon, der hat so 3 Kilometer gegen den Wind gesehen hast. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das kann man auf jeden Fall noch subtiler machen. Ja. Ich verstehe halt nicht zum Beispiel, wie hieß Krogis Team? Janina, Krogi und Lars, was war das? Ich glaube, das war einfach Team RBTV. Die hatten rote Trikots an. Warum haben die, da hätte zum Beispiel ein Hydrofugal gut drauf gepasst, ne? Und die Gäste hatten gelbes, das hätte Golden Toast. Stimmt, dass also, man die Teams benennt. Ja, stimmt, das würde man machen. Ja, dass man die dann, ich habe nämlich gerade hier das YouTube-Video, das Bild auf, wo die da sitzen, wo die überall hinten diese 2 Bildschirme sind mit Golden Toast und dann diese Bilder und die Sandwiches und so. Und da hätte ich dann vielleicht einfach auch in dem Run vielleicht irgendwo noch oder unten Banner eingeblendet, irgendwie sowas, aber dass das nicht halt ständig, das fand ich irgendwie auch komisch, wie du schon sagst, ja, kann man, so dieses Ansprechen. Kann man schöner unterbringen auf jeden Fall, ja. Aber ja, es muss ja noch Potenzial sein für die nächste Genathlon. Ja, aber die Teams benennen, das wäre wirklich eine gute Idee gewesen, das hat ja jahrelang bei der VOG-WM von TV Total immer so funktioniert. Ja. Also Trikotwerbung ist jetzt auch kein
komplett neues Konzept. Ja, nee. Ja. Nicht wirklich. Ja, gut, ja, aber ihr kriegt ja eure Ideen. Ja. Naja, gut. Einfach mal die Trikotwerbung erfunden hier im Dienst. Ja. Wie im letzten Almost Daily, wo ja halt auch über die Ideen gesprochen wurde. Hier habt ihr wieder neue Ideen, ne? Das könnt ihr so aufschreiben. Oh Gott. Daher. Aber ist auf jeden Fall, also ich habe, als ich es gesehen hatte, den Gamathon, habe ich echt gedacht, okay, das ist, glaube ich, schon Jahreshighlight, kommt das schon so ins, auf jeden Fall ins vordere Drittel. Ja, ich denke auch. Also ja. Von den Events sehe ich es auch weit vorne. Ja. Ja. Das da würde ich mir eine Fortsetzung wünschen, aber muss nicht mehr dieses Jahr sein. Oder vielleicht zu Weihnachten dann irgendwie. Nö, das ist auch so ein Event, das kann man einmal im Jahr machen. Ja, ja. Hört mal wieder Zeit für den Ziv-Gipfel. Aber gut. Jetzt ist eigentlich erstmal wieder Fußballgolf dran. Ja, stimmt. Das ist eigentlich jetzt gerade das Wetter passt. Ja, das wollten sie ja auch nochmal machen. Also da hoffe ich sehr drauf, dass das nochmal kommt dieses Jahr. Ja, könnte ich mir vorstellen auf jeden Fall. Gut, ich weiß gar nicht, also ich würde gerne noch mehr über den Gamathon sprechen, aber ich muss ehrlich sagen, mir fällt, also man kann nicht so viel dazu sagen, es war halt geil. Ja, sehe ich auch so. Und wer es nicht gesehen hat und dann auch nicht so unbedingt Lust drauf hat, schaut euch auf jeden Fall den Sprung von Kuro unterlegt mit Musik an. Da wird es auch sicherlich in den Best-of des Monats reinschauen. Ja, ganz sicher. Da gibt es, glaube ich, sogar schon Videos. Naja, egal. Ja. Nee. Gamathon top. Dann haben wir noch mal ein Thema, will ich es jetzt fast gar nicht nennen, eigentlich eine Ankündigung so ein bisschen. und zwar geht es um unser Format mit dem Namen Almost Beanstalk, was wir vor Ewigkeiten ja mal begonnen haben mit der ersten Ausgabe und seitdem haben wir da nichts mehr gemacht. Wir haben aber Bock. Mal wieder was war Bock? TM? Nee. mal wieder einen Almost Beanstalk zu machen. Und haben auch ein paar Themen theoretisch da, aber wir wollten auch mal fragen, ob euch vielleicht unseren Zuhörern noch und Zuhörerinnen noch Themen einfallen, die wir vielleicht dort besprechen können. Mir persönlich fällt nämlich auf, dass die Themen, die häufig zumindest bei uns genannt werden, doch eher schwerere Themen sind, sage ich mal in Anführungszeichen. Was ja auch nicht schlecht sein muss, aber vielleicht fallen euch ja noch ein paar Sachen ein, die wir da mal besprechen können. Ja. Und also wir wollen jetzt wirklich demnächst mal wieder, also wirklich sehr zeitnah eine Folge aufnehmen, weil eigentlich hat es uns Spaß gemacht, aber ja, auch immer schwierig, die Leute zusammenzubekommen, deswegen sind wir jetzt diese Woche auch mit der regulären Ausgabe schon eine Woche später als normal und Ja, das stimmt schon, ich war jetzt natürlich ein bisschen unpässlich in letzter Zeit, weil ich halt umgezogen bin. Ja, lag ja nicht schon an dir. Die anderen drei. Nur hat, doch schon. Achso, okay. Spaß. Spaß. Naja, nee, aber gerne in die Kommentare oder im Forum oder wo auch immer schreiben, wenn ihr da eine Idee habt, worüber wir mal sprechen könnten. Vielleicht machen wir das dann sogar. Aber nur vielleicht. Na gut, ja, nee, wir müssen auch selber Bock auf das Thema haben. Es muss uns auch passen, wir müssen was dazu sagen können. Ja. Das ist ja auch mehr ein Thema und. Genau, und es muss uns in den Kram passen. Ja, genau. Also ich rede sicher nicht über, was weiß ich, Synchronschwimmen. Das interessiert mich einfach nicht. Aber es können aktuelle Themen sein, es können aber auch nicht Themen sein, die vielleicht schon in ehemaligen, in Almost Dailies auch schon besprochen wurden oder sonst was. Also ihr könnt gerne einfach mal schreiben, worauf habt ihr Lust, worüber wir mal reden. Ihr könnt auch Fragen stellen, die wir mal beantworten können oder sonst was. Ja, schon theoretisch könnte man einfach die Almost Daily-Themen durchgehen und sagen, ja, okay, heute reden wir über Schule. Ja, Zombie-Apokalypse. Apokalypse, ja, genau. Nee, Quatsch. Das neue iPhone. Ja. Das ist, glaube ich, die erste Folge. Ja, gut, bei so Themen wird es dann schwierig. Unboxing Wii. Wow. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja. Ich schaue uns mehr, Wolf. Ja, genau. Ich nicht, aber viel Spaß. gut, dann bleibt uns nichts weiter, als noch uns zu verabschieden. Und deswegen, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, immer wieder dabei zu sein. Und vielen Dank an euch beide auf jeden Fall. Gerne. Und
Gerne, gerne. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.